dürfte sich über gleich 6 Grammys freuen. Wow. Thank you so much. Die gewohnt exzentrische Lady Gaga konnte nach ihrem Live-Duett mit Elton John 2 der goldenen Grammophone mitnehmen. Auch der Bregenzer Designer Stefan Sagmeister darf sich über einen Grammy freuen. Sein Albumcover für Everything That Happens Will Happen Today von Brian Eno und David Byrne konnte sich in der Kategorie Best Recording Package durchsetzen. Einen Grammy gab es auch für den 2007 verstorbenen Joe Zawinul. Die Wiener Jazzlegende wurde posthum für das Album 75 ausgezeichnet. Einer der Höhepunkte des Abends, Michael Jacksons Kinder, Prince und Paris, nahmen den Lebenswerk Grammy für ihren vor 7 Monaten verstorbenen Vater entgegen. Thank you. We are proud to be here to accept this award on behalf of our father Michael Jackson. Per 3D-Projektion war auch der King of Pop selbst noch einmal auf der Bühne zu sehen. Im Showblock schwebte Pink über die Bühne. Preis gab es für die quirlige Sängerin aber diesmal keinen. It goes to you somebody. Kings of Leon. Überraschung des Abends. Die Alternative Rocker Kings of Leon wurden für You Somebody mit dem Grammy für den besten Song ausgezeichnet. Wir sind betrunken, aber glücklich betrunken. Auch an den guten Zweck wurde gedacht. Mary J. Blige und Andrea Bocelli sangen für Haiti Bridge Over Troubled Water. Der Song kann auf iTunes heruntergeladen werden. Der Erlös kommt dem amerikanischen Roten Kreuz zugute. Die Grammy-Verleihung, das jährliche Aufbäumen einer Industrie, die in den letzten Jahren ziemlich durchgerüttelt worden ist und wohl immer noch in einem großen Umwälzungsprozess steckt.